Bittgebet nach dem letzten Teshahud und vor dem Salam. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Pein des Grabes, der Pein der Hölle, der Versuchung des Lebens und des Sterbens und vor dem Übel der Versuchung des Messias, Dajjal, des Lügenmessias. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Pein des Grabes und ich suche Zuflucht bei dir vor der Versuchung des Messias ad-Dajjal, dem Lügenmessias, und ich suche Zuflucht vor der Versuchung des Lebens und des Sterbens. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den Sünden und der Schuld. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhkhart wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant. O Allah, vergib mir, was ich vorangehen ließ und was ich aufgeschoben habe, was ich verschwieg und was ich offenkundig tat und worin ich gegen mich selbst maßlos gewesen bin, und jenes, über das du wissender bist als ich. Du bist der Voranstellende und der Zurückstellende. Es gibt keine Gottheit außer dir. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. O Allah, ich bitte dich um das Paradies und ich suche Zuflucht bei dir vor dem ewigen Höllenfeuer. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O Allah, ich bitte dich aufgrund dessen, dass ich bezeuge, dass du Allah bist. Es gibt keine Gottheit außer dir. Du bist der Einzige, der Überlegene, der nicht zeugte und nicht gezeugt wurde und dem niemand jemals gleich ist.